Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Play Stranger Things Season 3, das Spiel. Wir sind noch immer auf der Suche nach dem letzten Teil für die Cerebro-Antenne, damit er das denn mit der Susi mit telefonieren kann, mit der Susi, seiner Freundin, von denen keiner glaubt, dass sie real ist. Was waren die mit meinem Funkgerät? Vielleicht sind sie maskierte Aliens? Okay, bitte, was? Ja, und sie wollen mit deinem Teil nach Hause telefonieren. Ihr nervt. Okay, ich brauch den Lukas. Ich kann das kaputt machen. Da geht's gar nicht weiter. Okay, ich dachte, dass da irgendwas zum Aufmachen ist. Dann müssen wir eigentlich nur mal da rein. Durch diesen Zaun schauen sich die Hütten an. Wenn wir da nichts finden, müssen wir wohl über oder übel in diesen Keller gehen, auf das ich ehrlich gesagt gar keinen Bock habe. Denn ich weiß noch nicht mal, wie ich das Spiel speichere. Okay, da oben ist gerade gestanden, automatisches Speichern. Hahaha. Kann mich selbst verarschen. Schau mal, was ist da? Oh no! Okay, alles noch gut dann. Münzen einwerfen. Drahtspule. Turnschuhe. Kaugummi. Coke. Wo sehe ich irgendwie? Ah, ich habe $8,80. Turnschuhe, sie haben sogar eine Pumpe in der Zunge. Oh, ich kann mich an die Schuhe erinnern. Wie haben die geheißen? Ich weiß gar nicht mehr. Die haben wirklich eine Pumpe in der Zunge gehabt. Das war so dumm, aber ja. Die 80er und 90er. Sensationell. Ich muss das aufkriegen. Okay, okay. Ich habe aber niemanden, der winzig ist. Da müssen wir wohl oder übel in diesen Kellerabgang hinein. Kann ich nicht mit... Susi ist toll, Max. Sie ist ein Genie. Und sie ist heißer als Phoebe Keats. Ich bitte dich, dass denn so perfekt ist niemand. Ach ja? War nur ein Witz. Okay. Was sagt der Will? Können wir nicht einfach Dungeons and Dragons spielen? Sobald ich Susi erreicht habe, versprochen. Also nee. Es gibt Susi wirklich. Okay, okay, okay. Wo bin ich denn jetzt? Sicher falsch gegangen. Ja, natürlich. Jetzt die. Ah, ich kann da Büsche kaputt machen. Geld. Yay. Ja, na, dann gehen wir da runter. Oder rüber. Oh no. Hier unten ist ein Zimmer, Leute. Moment mal. Seit wann ist das denn da? Keine Ahnung. Ich war auch noch nie hier. Okay, ich bin fast im Allerwertesten. Ich werde mich jetzt sicherheitshalber mal heilen. Da kommen wir noch nicht durch. Da brauchen wir einen Bolzenschneider. Den haben wir nicht. Häufig ich das Schild verwendet habe, ist glaube ich dieser Sprengstoff an mir abgeprallt und weitergeflogen. Boah. Alter Schwede. Sieht aus, als würden sie einen Tunnel graben. Hm, das ist komisch. Wir müssen uns konzentrieren. Die Cerebro-Teile sind offensichtlich nicht hier. Wir können uns mal anders umsehen. Los. Aber hier sind Klauen. Ein Gartenzwerg.
Habe ich jetzt echt oben irgendwo dieses letzte Teil übersehen? Schauen wir nochmal auf der Karte. Da ist eine Tür. Okay, okay, okay. Da waren wir noch nicht. Aber ich glaube, die ist mit einer Kette versehen. Da bräuchte ich wieder so einen Bolzen, also Brennschneider, Bolzenschneider, Dingens, Ding, was auch immer. Ja, was sage ich? Bolzenschneider. Kacke. Und hier waren wir auch schon. Hier gibt es noch die ganzen Jeans und Zeitschriften, genau. Und hier sind Kartoffeln. Verzeihung, so. Wo geht's denn? Ah, da ist eine Steinmauer, okay. Na dann. Brauchen Lukas. Warum sind die alle so schnell? Ah, es gibt Friend of Fire oder so. Okay, da muss ich aufpassen. Ich hab gerade der Taste mit seinem Ding erwischt. Okay, da geht's nicht weiter, aber hier geht's weiter. Dustin, du bist gefuckt. Jawoll! Oder ist das letzte Teil vom Cerebro nicht? Ah, oh, was soll denn die Kacke? Oh. Hä? Aber da ist noch ein Durchgang, okay. Ich find's cool, immer, egal welchen Charakter man auswählt, also man hat immer dieselbe Energie und dein Kompagnon ist immer anscheinend unsterblich oder dergleichen. Jetzt liegt hier ein Funkgerät rum. Vielleicht will jemand seine Freundin kontaktieren. Touché. Über das Funkgerät hörst du ein gut besuchtes Einkaufszentrum. Ab und an hörst du, wie ein Stuhl über den Boden geschoben wird. Über das Funkgerät hörst du ein gut besuchtes Einkaufszentrum. Das war schon mal gekriegt. Frequenz an. Das Funkgerät spielt Büroklänge ab, okay. Finger davon lassen. Ja, aber. Wo soll das letzte Teil sein? Geht's nirgends weiter. Hier auch nicht. Ich verzweifle noch auf der Suche nach dem letzten Teil fürs Cerebro. Da unten waren wir schon, da haben sie gesagt, wir brauchen da unten nichts. In der Hütte waren wir auch schon. Ich schaue nochmal in die Hütte, vielleicht habe ich mich da irgendwie vertan. Hm. Oh nein, Cerebro, das ist nicht mal die Chance zum Leben.
Ja, das denn ist einfach der coolste. Da gibt's aber nichts. Kannst du vielleicht eine Taste aufkriegen? Nein. Das muss ich sicher von innen aufmachen durch den Lüftungsschacht. Aber wir haben niemanden Winziges, weil der Will ist noch nicht dabei. Beziehungsweise, da ich euch ja spoilern kann, weil ihr euch da nicht so gut auskennt, in Luke seine Schwester ist ja auch aktiv dann dabei. Und die ist winzig, aber die haben wir definitiv noch nicht. Ich weiß jetzt echt nicht mehr, wohin mit mir, also das ist jetzt echt schon... Ich will wissen, wie ich da hinkomme. Quests 2 von 3. Roxy, Shoxy, Kinderspiel, Stinkbomben, Schutzhandschuhe, böser Blick, Rio Schnellschuh, Fast Spikes. Okay, gibt es einige Rezepte. Es ändert aber nichts daran, dass wir noch immer nicht das letzte Teil gefunden haben. Ich habe jetzt schon langsam echt die Befürchtung, dass ich hier oben, wo die Kette ist, wo ist es? Da. Dass ich hier rein muss und den Bolzenschneider dafür brauche. Und ich zuerst die andere Quest machen hätte sollen, im Sinne von der Frau Wheeler den Auftrag annehmen beim Schwimmbad. Und ja. Ich glaube, das werde ich jetzt auch machen. Denn ich suche mich da jetzt hier schon zum Fleischlaberl, wie man so schon sagt. Und finde einfach nicht das letzte Teil. Ich könnte komplett ausdrehen. Deswegen. Quests. Summerflirt. Sub. Wo sind wir jetzt hin? Nächster Ausgang. Ja, dann gehen wir wieder Hawkins Randbezirk, lustigerweise. Ach, Quatsch. So, wir sind hier. Ab ins Schwimmbad. Ah, ja. Du bist gut in Form, Billy. Da, Billy. Ich könnte Ihnen was beibringen. Und zwar... Du unterrichtest doch keine Erwachsenen. Ausgewählte Kundinnen schon. Oh, meine Güte. Wie eindeutig, zweideutig. Hey, Nerds. Keiner sucht nach euch. Okay, okay. Billy, verpiss dich, dich braucht keiner. Kann ich den Ball kaputt machen? Das heißt, kann ich den Ball kaputt machen. Kann ich den Müll kaputt machen? Ja, ich kann alles kaputt machen. Schau, was ich da hinten auch gleich um. Büsche kann ich nicht kaputt machen, okay? Schade. Herrenumkleide, ich habe keine Lust schwimmen zu gehen, also gehe ich nicht rein. Okay, okay, okay. Dann hält man sich an die Questvorgabe. Wir besuchen die Karen im Schwimmbad und da ist ja die Karen. Wow, er hat wirklich wohlgeformte... Jungs, was macht ihr hier?
Wo ihr gerade hier seid, ich habe einen Auftrag für euch. Ich brauche Shampoo für einen besonderen Anlass. Ah ja. Geht zu Cheryl in der Mall, sagt eurem Vater nichts. Es ist eine Überraschung. Wow, Fettkohle gekriegt, okay. Wir müssen ein extravagantes Shampoo aus der Mall organisieren. Hey, Doofies, ich habe gehört, ihr geht in die Mall. Na toll, es geht los. Wollt ihr wieder rein? Bringt mir eine Brezel. Ach, kacke. Gib uns Geld. Geld? Das ist euer Problem. Jetzt raus aus meiner Freibad. Oh no. Billy ist ein Mistkerl. Das dürfen wir uns nicht gefallen lassen. Ja, hätte ich auch gesagt. Aber der kriegt jetzt ein Fett weg. So. Wir müssen in die Mall. Ah, okay. Die ist ja nicht in Hawkins direkt drin, genau. So. Kann ich mich da eigentlich rausnehmen, schauen und irgendwas finden? Gartenzwerg technisch oder so? Ja, Gartenzwerg, voll cool. Und viel zum Kaputtklopfen. Und Gartenzwerg. Und Securities. Okay, die lassen wir lieber in Ruhe. Oh, ich häng da fest. Na, gehen wir mal rein. Holen wir das Shampoo. Hey, die Sachen kommen alle wieder. Das ist cool. Ich bin Cheryl. Sucht ihr etwas Bestimmtes? Extravagantes Shampoo. $5. Passt. Gekauft. Das Schaukelpferd. So, jetzt müssen wir Brezeln organisieren. Das Problem ist aber, die hat vorhin schon gesagt, sie hat keine Brezeln mehr, sondern nur Cola. Ich hoffe, das hat sich inzwischen geändert. Haben Sie eine günstige Brezel? Eine, auf der Sie genießt haben oder so? Ich habe eine Brezel auf den Boden gefallen lassen. Die muss ich wegschmeißen. Ich bezahle sie. Sie nicht wegzuschmeißen. Das Geld stecken Sie ein. Na gut. Aber wenn du das petzt, bist du tot. Jawoll. Eine grausliche Brezel für Billy. Quest abgeschlossen. Oder so gut wie. Jetzt heißt es wieder zurück ins Schwimmbad. Ihm Billy die Brezel geben. Und Karen, ihr extravagantes Shampoo. Ich würde gerne wissen, was an so einem Shampoo so extravagant sein soll. Aber ja, das werden wir schon erfahren. So. Habt ihr meine Brezel oder muss ich euch verprügeln? Echt jetzt? Wo meine Mom zuschaut? Hi Mom. Gib sie mir einfach raus hier, bevor ich es anders überlege. Gib mir Ruhe. Dass ich mal einen Baseballschläger in der Hand habe. Ist es mein Shampoo? Perfekt. Hier habt ihr etwas Geld. Macht euch einen schönen Abend. Und wartet nicht auf mich. Ei, 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 Mom. Puh. Was bist denn du für eine? So, jetzt hätten wir wieder als Quest die Radarliebe. Das steht nur für Mitarbeiter. Muss für den Mitarbeiter sein. Okay, ja. Intelligenzbolzen. Wir haben aber hier, glaube ich, einen Questgeber. Susan, hey Kinder, habt ihr Karen-Besorgung gemacht? Macht ihr auch welche für mich? Geht zum Melvels und kauft mir einen neuen Föhn.
Ihr habt ihr Geld, beeilt euch. Ich muss bald nach Hause. Wow, fette Kohle. Okay. Das machen wir jetzt gleich. Billy bat mich, euch den Gefallen zu bitten. Jetzt wisst ihr, wo der Hase über... was? Herhüpft. Komm schon, du auch. Was ist denn los? Holt mir einen Milchshake. Ihr habt doch Freunde bei Scoops. Ahoi. Sag ihnen, Billy und ich finden ihn. Stehen diese Outfits. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt wieder in die Mall. Wegen Billys Gang gehen wir noch pleite. Wir müssen uns wehren. Wir gehen zu Scoops und reden mit Robin. Sie weiß Rat. Okay. Außerdem hat sie das ultimative Gehör. Und kann Russisch innerhalb von Minuten lernen. Aber das ist irrelevant. Wo müssen wir hin? Einfach nur raus, okay. Das macht nichts. Hawkins Square. Ah, okay. Das ist ja... genau. Das ist ja gar nicht dort. Den Föhn kriege ich ja wahrscheinlich bei der Mutter von Will. Da gehen wir zuerst mal jetzt in die Mall. Holen das grausliche Eis. Hey Leute, was geht? Gibt's wieder Probleme? Billys blöder Freund Chad. Er erpresst uns für einen Gratis-Shake. Er sagt, es sieht doof aus. Ach ja? Ich habe eine Idee. Wir mixen in einen Spezialshake. Besorg mir Ultralax. Und ein Shake-Mix aus dem Lagerraum. Wir müssten noch eine Packung haben. Vielleicht hinter den Kisten, okay? Ah, da hinten steht er, glaube ich. Shake Mix. So, jetzt muss ich wieder zu... also nicht wieder, sondern Melvals. Ins Geschäft, wo ich vermute, in Will seine Mom arbeitet. Das ist wo ganz woanders. War hier auf der Mitte, genau, perfekt. Da hole ich jetzt die zwei Sachen, einen Föhn und den Milchshake-Shaker-Mixer. Dann muss ich wieder zurück in die Mall. Okay, okay, okay. So, wegen viele Boxen immer unten. Eine Werkbank gibt es ja auch, okay. Das ist cool. Gut zu wissen. Kundenkleber, Tischtennisball, gemahlener Kaffee. Jetzt kann ich nur einen kaufen. Das ist aber kacke. Hey Kinder. Susan braucht einen neuen Film. Der ist super. Hardtrockner. $10. Bah. Okay, wurscht. Ich brauche diesen Mixer. Zündkerzen. Walkie-talkie. Knieschützer. Fahrradhelm. Spielzeugroboter. Du bist nervös, was brauchst du? Spuck's aus. Mich überrascht nichts mehr. Eine Flasche Ultralax, bitte. Im Ernst? Wo braucht ihr eine Flasche Ultralax? Die ist nicht für uns, sondern meine Mom. Klar doch, ich verkaufe kein Ultralax mehr. Zu viele Beschwerden. Aber ich habe noch eine Flasche im Lager. Entferne die Ratten und sie gehört dir. Schlüssel. Kann ich helfen?
welche. Muss ich jetzt da hinten mit dir so durch? Ah, okay. Ich kann mich aus. Oh no, hier kann man sehen. Die fetten Ratten. Ultralax. Sehr gut. Natürlich machen wir gleich alles kaputt. Da liegt irgendwas. Achso, nein. Das ist Schrott. Ich habe Strom gemacht. Okay, okay. Kann ich helfen? Ich würde gerne das erste Hilfeding da kaufen, aber irgendwie verkauft sie mir nichts, nur weil ich schon eins kaufe. Achso, ich habe schon 5 Stück eingesteckt. Das wird wahrscheinlich das Maximum sein. Aber das macht nichts. So, wir werden sich jetzt am Weg machen wieder in die Starcourt Mall. Ich werde dort meinen Super Special Mega Mix zusammenmischen. Dann bringen wir das ganze retour ins Freibad. Kriegen wahrscheinlich einen aufs Maul von Billy. Und dann war es dann auch schon wieder für diese Episode. Habt ihr das Ultralax und den Shaker? Ich setze meinen Job aufs Spiel, okay? Hier, berichtet wie es lief. Ich will jedes Detail. Yay. Okay. Es ging recht schnell, muss ich gestehen. Kann mir nur recht sein. Kann mir nur recht sein. Wenn das da alles ruckzuck geht. Ich hoffe nur, dass mir diese Quests auch irgendwie was bringen, dass ich da wirklich auch einen Bolzenschneider kriege. Denn sonst komme ich bei der Radarliebe-Quest nicht weiter. Und das wird nie die Susi erreichen. Deswegen muss ich da Gas geben? Ich finde es cool, dass das Ganze mit einem Baseballschläger rumrennt und keiner sagt was. Bravo Jungs, mein Shake. Dann mal her damit. Okay, Chad, bitte sehr. Moment, der schmeckt komisch. Mir ist schlecht. Chad, was ist los? Oh mein Gott, ich muss mich übergeben. Chad, Mann, was ist los? Er ist grün. Okay. So. Susan, ist das mein Föhn? Oh, danke, ihr Lieben. Ihr habt etwas Geld für Pizza oder Spiele oder egal was. Das hätte ich aber auch gemacht. Für irgendjemanden einkaufen gerne und dann kriege ich irgendein Xbox-Game oder so gespielt, geschenkt. Ich meine, hallo? Das war ja voll cool. Bam. Gut. Ich finde das fehlende Cerebro-Teil. Wir sind noch immer an derselben Stelle. Ich habe noch keine neuen Quests. Das ist ein bisschen. Ja, dann bewege ich mich wieder in Richtung Wetterhügel. Und ja. Ich hoffe, in der nächsten Episode habe ich da mehr Glück und finde dieses Ding. Kann ja nicht sein, dass ich da wirklich die ganze Stadt abfarmen muss, um dieses eine Teil da jetzt nicht irgendwie zu kriegen. Aber im Endeffekt kann es ja nur dort oben sein. Etwas anderes bleibt ja gar nicht übrig. Dennoch, war es das jetzt für diese Episode. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Und wir sehen sich beim nächsten Mal bei Stranger Things, das Videospiel. Bis dann. Ciao.